Hier eine Brücke drüber, denn ihr wisst ja, Bahnübergänge sind zu unsicher, da passieren öfters mal Unfälle mit den ganzen Fahrzeugen und da will ich kein Risiko eingehen. Daher baue ich bevorzugt Brücken und hier habe ich mal wieder nicht aufgepasst und habe hier irgendwelchen Bullshit gebaut. Jetzt aber. So, und das Ganze wird jetzt hier einfach hier. Ja, ein Stück kann's noch. Ja, ein Stück kann's noch. So, und jetzt will ich gleich hier bauen, dass man hier, direkt hier so einen Abzweig bauen. So. Ja, T-Kreuzungen sind ein bisschen einfacher zu bauen. Obwohl jetzt vom Ästhetischen her auch nicht so toll aussieht. Ich muss mich mal schlau machen, wie man sowas ästhetisch baut, also schön baut. Gibt es bestimmt im OpenTTD-Wiki irgendwelche Anleitungen dazu, wie man das machen kann. Ich meine, das geht jetzt so, das erfüllt auch seinen Zweck. Ja, sieht natürlich ein bisschen putzig aus. Na, warte mal, reiße ich mal ein Signal weg hier, das hinterste. Halt. Hier gucken wir dann mal, wie wir dort weiterbauen. Na, die schnelleren Züge haben ja schon ein bisschen was gebracht und den Verlust durch die neuen Fahrzeuge haben wir sogar so ein bisschen rein. Flugzeuge haben auch ein bisschen mehr Gewinn gemacht, dadurch, dass dort jetzt mehr Passagiere sind. Schiffe haben auch verdoppelt fast. Weil die Schiffe sind ja auch jetzt schneller. Fahrzeuge machen eher Minus. Im Vergleich zu den Vorjahren durch die neuen schnelleren Fahrzeuge. Aber gut, insgesamt haben wir die Investition wieder rein. Wir haben ja unsere Konstant plus 4 Millionen Spielgeld im Jahr Gewinn. Ich will gar nicht wissen, was ich für Verlust mache, wenn ich hier Infrastrukturkosten reinstelle, aktiviere. Ich glaube, das würde alles hier zerstören, was wir aufgebaut haben. Da würden wir, glaube ich, Minus machen ohne Ende. Aber ja, staut sich es auch nirgendwo. Das finde ich eigentlich gut. Oh, der Zug muss jetzt hier warten. Habe ich das wirklich so gebaut, wie es hier ist? Ja, ungünstig. Vor allem die Steigung hier. Hier kann man eigentlich auch entschärfen. Eigentlich müsste man das mal provozieren, das so ausbauen, dass es ja zu einem Stau kommt.
fahr hier rüber. Ja, mach das, sehr gut. War ich noch schnell genug? Entspannen die sich nämlich schon mal einen Hügel hier. Impending Disaster. Oh, 120. Oh, das ist ein Wett. Ein Wettschiff. Also hier für das hier Wett Rails, was auch immer das sein soll. Ich glaube, man musste das nicht verstehen, was da für ein Sinn dahinter ist. Hinter diesem Wetrail-Gedöns und hier mache ich einfach mal zack, senk das ab, baue es wieder hin und fertig. So. Auf jeden Fall schon mal einen Huckel gespart. Man könnte auch hier das weiter bauen für die durchfahrenden Züge, so ein Gleis, dass die gar keinen Huckel hier haben, mache ich jetzt einfach mal. Geht das nicht auch nicht, dass ich das jetzt so mache? Puff. Sozusagen eine kleine Schlucht hier errichtet und die wird den Leuten jetzt ein bisschen das erleichtern, weil die nicht mehr hier den Berg hochrammeln müssen. Natürlich die Züge, die zu der Spielzeugfabrik wollen, müssen auch weiterhin dort langfahren. Aber sozusagen für die durchfahrenden Züge ist das jetzt eine Erleichterung, weil die können dort ihr Tempo halten. Das können wir dann wegreißen. Oh, das nicht. So. Genau. Im Prinzip könnte man auch noch hier... Geht das hier hoch? Ja, diese zwei Huckel könnte man eigentlich auch noch wegmachen. Postwagen interessiert mich nicht. Controlled Demolition, Steam, die ist mir zu langsam. Eigentlich könnte man auch... Oh, jetzt geht hier wieder alles los mit wird dicht gemacht. Im Prinzip könnte ich auch den Huckel hier weglassen. Genau, aber guck mal, hier fährt der erste schon mal durch und dadurch, dass er nicht abbremsen muss, ist er ein bisschen schneller unterwegs. Die müssen jetzt hier abbremsen, das ist natürlich blöd. Behindern damit auch so ein bisschen mit dem folgenden Verkehr hier. Das macht ja nichts. Ach, wir haben ja noch überall Depots hingestellt, das fehlt ja hier natürlich. Ach, hier fährt schon der erste Zug lang, macht denn der hier? Aber hatten wir nicht Wartung deaktiviert gehabt eigentlich? Moment. Wartung aus. Wartung deaktivieren, wenn Pannen abgeschaltet sind, aus. Also machen die doch ab und zu mal eine Wartung. Gut, die haben ja ihr Depot hier überall. Gut, bräuchte ich ja einfach nochmal eine Stelle hin. Na gut, dadurch, dass die eh hier von überall in alle Richtungen fahren können. Gut, ich brauche trotzdem noch mehr. Das hatte ich ganz vergessen. Das Problem ist aber, wenn ich Wartung deaktiviere, also hier Wartung deaktiviere, dann gibt es, glaube ich. Oh, das war jetzt natürlich. Dann klappt das mit der Fahrzeugersetzung, glaube ich, nicht mehr, weil die dann nicht einfach nicht mehr ins Depot fahren, halt.
daher muss man, glaube ich, diesen Haken drin lassen. Und hier ab und zu mal ein paar Depots bauen. Gut, hier unten, das geht ja noch. Hier kommen sie überall an eben vorbei. Vielleicht hier noch eins hin. Ein Bonbon-Transporter, da haben wir, glaube ich, was. Da haben wir, glaube ich, was. Hier, Bonbon, Fahrzeug ersetzen. Zwar nur zwei, aber immerhin. Ist ja auch schon mal was. So, jetzt hier nochmal was hin, was depottechnisch ist. Gut, für Überholgleise sind die dann immer ein bisschen zu kurz. Das klappt, wenn der andere Zug deutlich schneller ist. Reicht das aus, aber jetzt hier bei sowas eigentlich überhaupt nicht, aber es ist ja auch nicht der Zweck zum Überholen, ist ja nicht zum Überholen gedacht. Wo ich hier nochmal eins, zeigt an die Kreuzung, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Na gut, wie das dann hier unten weitergeht, das weiß ich dann auch noch nicht. Das ist eher was für die nächste Aufnahme. Und hier haben wir jetzt ein Depot gebaut. Haben wir hier hinten ein bisschen was. Ich baue hier nochmal eins hin. Natürlich toll, weil das Signal gerade mal dort steht. Passt das auch nicht? Oh, das ist ja bläde. Ne, doch, das hätte... Oh, dort hinten hätte es nie gepasst. Na gut. Depot hin. Hier gibt es ja schon mal... Hier habe ich was gebaut, aber keine Depots hingestellt. Na, ich bin doch auch blöd. Was denn da schon wieder los? Hier sind überall Depots an der Strecke. Wir können sie auch zwischenhalb machen und überall wieder rausfahren. Ja, naja, gut, das ist dann erstmal soweit hier. 1,5 Stunden aufgenommen. Ein bisschen was haben wir schon gemacht. Wir sind im Jahr 81, also schon 30, 31 Jahre geschafft ja von dieser Karte. Unser Hauptquartier wächst und gedeiht hier und unsere Stadt hat schon 10.000 Einwohner. Auf dem Flughafen ist allerdings nicht so viel los. Gibt es eigentlich schon wieder einen neuen Flughafen? Großraum gibt es jetzt schon. Lärmwert von 15 und der Großraum hat Lärmwert von 8. Könnte man den jetzt einfach hier mal so spontan hinstellen, oder? Ja. Der eine andere Reichweite. Ja, ne, um eins größer. Und schon wird die Bude hier voll. Das ist ja auch mal interessant. Na gut, das war's erstmal an der Stelle. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei Open Transportation und Deluxe. Bis zum nächsten Video. Ja, bleibt friedlich und auf Wiedersehen. Tschüss.